Wir feiern jetzt die nächsten drei Tage die 20. Premium und in diesem Zusammenhang stellen wir das 14. Dreier, die Dreier-Kombo der Premium Young Designers vor, hier bei uns im F95 Fashion Store. Und zwar ist es für uns sehr wichtig, den Standort Berlin zu etablieren und natürlich die Berliner Designer. Das, was in New York geglückt ist, versuchen wir gerade nach Berlin zu bringen und umzusetzen. Wir haben berühmte Designer wie Mongrels & Common, Michalski, und geben den jungen Designern einfach die Chance, sich in unserem Store zu repräsentieren. Wir haben hier im Store ungefähr 60% Touristen. Wenn die nach Berlin kommen, wollen die junge Kreative sehen und Sachen sehen und Kollektionen sehen, die nicht vergleichbar sind in anderen vergleichbaren großen Städten. It's a big honor for us to receive the Young Designer Award by Premium, and we are glad to be here today. Every one of our masks, they are all handmade in Italy, but we always keep the label Dreamed in Berlin. Hi, I'm Rio from Breaks. I'm Koji from Breaks. We won Young Menswear Designer Awards, so we are the designers. Yeah, we're really happy to get this award. We got lots of opportunity to lots of people to see that. So yeah, but we are based in London, but we are both of them from Japan. Hopefully, we get more famous here in Berlin. Lots of people try to touch our clothes and try that our clothes on in their real life. That's what we hope. Yeah, I hope to stop here. Yeah. Julia Seryogina, Julia Seryogina Smart Needs Label, Moscow, Russia, and I'm the winner of the Premium Young Designers Award Women's Wear category in the season of Spring-Summer 2013. This is my first time in Berlin and my first time at Premium Exhibition. This is my second season. I started in Denmark in February, and this time I'm here. I'm starting here, the second season. Спасибо большое. Джулия Серегина Смартниц, Москва, Россия. Natürlich ist es schön, dass hier auf der Veranstaltung bei dieser Awardverleihung junge Designer gewonnen haben, bei diesen Award bekommen haben. Es ist natürlich schön, dass halt auch die junge Generation immer mehr an Wichtigkeit also hat. Und das freut mich natürlich, weil die Mode wunderschön ist. Es ist alles ganz verschieden und auch ein bisschen ausgefallen. Aber man kann es trotzdem im Alltag tragen und es ist halt irgendwie, finde ich, ganz cool und ist jetzt nicht irgendwelche Couture. Das ist eigentlich echt ganz schön, ja.